Jeder Spieler hat im Schach zwei Läufer, im Englischen Bishop genannt. Der Läufer ist eine Leichtfigur und zählt zu den Offizieren des Königspaars. Der Läufer kann so weit ziehen, wie er möchte, jedoch nur auf seiner Feldfarbe. Immer diagonal kann der Läufer sich in alle Richtungen bewegen. Die Läufer zählen zu den offensiven Spielfiguren, die neben der Königin im Durchschnitt am meisten bewegt werden. Dadurch zählen sie wie die Bauern zu den Spielfiguren, die am ehesten aus dem Spiel ausscheiden. Der Läufer ist eine neue Schachfigur, die erst im 15. Jahrhundert eingeführt wurde. An seiner Stelle war ein kleiner Elefant, der ähnlich ziehen konnte wie der Springer. In Mitteleuropa kannte man keine Elefanten, weshalb die Figur neu gedeutet wurde. Die Figur heißt in Deutschland Läufer, in England Bishop, in Frankreich Fou, also Narr, und in Italien Alfiere, also Fähnrich. Mir gefällt die Interpretation des Bischofs am besten, deswegen habe ich diese aus Fimo modelliert. Für meinen Sockel nehme ich wieder die Mold wie für alle meine Schachfiguren. Die Mold bestäube ich zuerst mit Kreide. Jetzt nehme ich einen Fimo-Rest und gebe diesen in meinem Mold. Nach dem Eindrücken nehme ich ein scharfes Messer und schneide das überschüssige Fimo ab. Mein fertiger Sockel aus der Mold sieht nun so aus. Diesen packe ich jetzt mit Fimo-Rot ein. Einen Teil der Farbe Rot rolle ich bei Stufe 1 der Pastamaschine aus. Den zweiten Teil des Fimo Rots rolle ich auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Zuerst nimmst du das dick ausgerollte Rot auf Stufe 1, legst darauf deine Form und schneidest dann das Ganze aus. Dann nimmst du dir dein dünn ausgerolltes Rot, legst dies über deinen Sockel und packst nun dein Fimo einmal komplett ein. Eingepackt sollte dein Sockel nun so aussehen. Ich verziere meinen Sockel. Dazu nehme ich einmal die geriffelte Fläche meines Bastelmessers und gebe dem Ganzen eine Struktur. Außerdem greife ich zu einem glanzfeinen Dotting-Tool und setze damit die Mauersteine. So sollte dein Sockel aussehen. Dann ist er auch schon fertig. Für die Robe der Schachfigur nutze ich Fimo Schwarz. Ich rolle mein Fimo Schwarz auf Stufe 1 der Pastamaschine aus. Das ist mein Stück für den Körper. Es ist 9 cm lang und 5,5 cm hoch. Das Stück rolle ich zu einer Wurst auf. Das Ganze sollte nun so aussehen. Den Übergang auf der Rückseite streiche ich glatt. Aus meinem Fimo Schwarz schneide ich außerdem ein Band 6 cm lang und 0,5 cm breit sowie einen Kreis mit 1 cm Durchmesser. Ich setze zuerst den kleinen Kreis vorne auf das Motiv auf, von der Mitte nach oben. Dann streiche ich die Enden glatt auseinander. Das ist nun der Bauch des Bischofs. Als nächstes bringe ich oben mein Band an. Entlang der Kante. Auch hier streiche ich die Enden glatt nach unten aus. Das Grundgerüst deiner Figur sollte nun so aussehen. Oben kommt der Kopf, dann kommt der Bauch, die langen Beine und hier unten kommt dann dein Sockel hin. Nun rolle ich mein Fimo Schwarz auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Mit dem dünn ausgerollten Fimo packe ich nun mein Grundgerüst ein. So sieht das fertig eingepackte Grundgerüst deiner Figur nun aus. Vorne solltest du den Bauch erkennen. Für das Bauchband nehme ich die Farbe Magenta und rolle mein Fimo auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Ich nehme nun mein Magenta und präge es. Dafür nehme ich ein Stückchen Stoff, lege das auf mein Fimo, dann nehme ich den Acrylroller und drücke den Stoff fest auf das Fimo. Aus meinem Fimo Magenta schneide ich drei Stücke, ein langes für das Bauchband und zwei kürzere Stücke für die Enden. Das lange Band lege ich meiner Figur um den Bauch, genau unterhalb darunter. Die beiden Enden treffen sich auf der Rückseite. Die kurzen Stücke, das ganz kurze, kommt nun vorne etwas seitlich daneben hin. Das längere Stück lege ich darüber.
Anschließend nehme ich mein Bastelmesser und schneide die unteren Enden fransig ein. Fertig sollte dein Bauchband dann in etwa so aussehen. Für die Arme nimmst du dir ein Stück Fimo-Wurst, bei mir ist dies 4 cm lang. Nach unten hin wird es etwas schmäler. In der Mitte stelle ich den Ellenbogen auf. Anschließend nehme ich meinen Arm, gehe vorne an das Ärmelende, nehme dann ein spitzes Dotting-Tool und drücke mir ein kleines Loch hinein. Bevor ich die Arme an die Figur anbringe, schneide ich das obere Ende leicht schräg zu, damit die Figur oben nicht zu dick wird. Dann setze ich meine Arme an. Beide zeigen nach vorne, ein Arm entlang des Bauchbandes, der andere hält später den Stab. Zuerst modelliere ich die eine Hand entlang des Bauchbandes. Zunächst schneide ich die 4 Finger ein. So in etwa sollte die Hand dann aussehen. Anschließend setze ich sie in den Arm ein. Für die zweite Hand formst du dir eine kleine Kugel und stichst dahindurch einen Zahnstocher. Dies ist der Platzhalter später für den Bischofsstab. Jetzt forme ich meine Finger, dafür nehme ich ein feines Dotting-Tool und ziehe zuerst den Daumen ein. Anschließend schneide ich auch hier mit dem Messer die restlichen 4 Finger ein. So in etwa sollte deine Hand dann am Schluss aussehen. Auch diese setze ich wieder vorne in den Arm ein. Auf die rechte Hand setze ich aus Fimo Gold einen kleinen Ring auf den Ringfinger auf. Ebenfalls aus Fimo Gold setze ich dem Bischof vorne auf dem Bauch ein kleines Kreuz auf. Von der Kette weg setze ich 2 dünne Fimo-Schnüre. Die bekommen durch ein kleines Dotting-Tool eine eigene Struktur. Für Mantel und Mütze verwende ich die Fimo-Farben Schwarz und Rot. Ich rolle Fimo-Rot auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Ich rolle Fimo-Schwarz wieder auf Stufe 7 der Pastamaschine aus. Ich nehme nun die Schablone für meinen Mantel und schneide diesen aus Fimo-Schwarz aus. Aus dem Fimo-Rot schneide ich 3 dünne Streifen aus. Nun lege ich dem Bischof den Mantel über die Arme. Mit Fimo-Rot verziere ich den Saum des Mantels. Mein Mantel sieht jetzt so aus. Ich habe ihn einmal komplett mit Rot umlegt. Meine Figur ist jetzt fertig. Weiter geht es mit dem Kopf. Für den Kopf verwende ich Fimo-Hautfarben. Daraus forme ich mir eine ovale Kugel. Zuerst mache ich die Löcher. Dafür nehme ich eine große runde Dotting-Kugel und setze 2 Löcher. Für die Nase nehme ich ein ganz feines Dotting-Tool und setze damit die Konturen. Für die Nasenlöcher nehme ich ein spitzes Dotting-Tool und piekse in die Nase 2 Löcher. Nach der Nase schneide ich den Mund. Ich nehme ein spitzes Messer und mache einen kleinen Schlitz unterhalb der Nase. Diesen Schlitz forme ich dann mit dem spitzen Dotting-Tool weiter aus. Mit Hilfe des spitzen Dotting-Tools setze ich zudem die Konturen für die Lippen. Einmal für die obere Lippe und dann untenrum für die untere. So sollte dein Kopf in etwa aussehen, dann formst du das Kinn. Deinen Mund schiebst du dann einfach zu. Die Seiten werden wieder oval geformt, den Mund dabei wieder zuschieben. Das Ganze sollte dann eine runde Form haben. Ich gebe meiner Figur jetzt noch Wangen. Dazu setze ich das Dotting-Tool an den Seiten der Lippen an und ziehe die ganze Kontur noch einmal nach. Anschließend schneide ich das untere Stück ab und forme das Ganze zu einer runden Kugel. Ich nehme nun ein Messer und schneide die Augen. 2 kleine Schlitze, diese forme ich mit Hilfe eines Dotting-Tools aus. Fertig modelliert sollte dein Kopf in etwa so aussehen. Mein Kopf für die Schachfigur hat einen Durchmesser von 1 cm. Als nächstes kommen die Augen, dafür setze ich zuerst in das Loch einmal Fimo-Weiß ein. Dann nehme ich Fimo-Braun für die Regenbogenhaut. Darauf folgt ein kleines Stückchen Schwarz. Und ganz zum Schluss setze ich mit Fimo Weiß ein kleines Highlight.
Bevor ich den Kopf aufsetze, ziehe ich die Seiten leicht nach innen. Den kleinen Kopf habe ich einfach aufgesetzt. Ich bringe nun den Bart an, dafür verwende ich ein Gemisch aus Fimo Schwarz und Silber. Zuerst der untere lange Bart. Dem Bart verleihe ich mit Hilfe des Dotting Tools eine Struktur. Über die Lippen setze ich einen kleinen Schnauzer. Außerdem setze ich oben den Haaransatz und verkleide den Bischof hinten am Kopf. Mit Bart sieht mein Bischof nun so aus. Aus dem dünn ausgerollten Fimo Schwarz schneide ich die Teile für die Mütze aus. Nach dem Ausschneiden solltest du diese 5 Teile für die Mütze haben. Zuerst lege ich das schwarze breite Band um den Kopf. Dann nehme ich die beiden Mützenteile, klebe diese zusammen und setze sie der Figur auf. Die Mütze hinten schließe ich mit den 2 kurzen Bändern ab. Zur Deko der Mütze setze ich rote Streifen als Konturen. Die fertige Figur setze ich nun auf den Sockel. Zum Backen erhält meine Figur einen kleinen Holzspieß als Stabersatz. Den steche ich unten ganz leicht im Sockel ein. Meine Figur backe ich nun 30 Minuten bei 110 Grad. Aus Fimo Gold habe ich mir noch einen Bischofsstab gemacht. Den setze ich dann für das Holzstäbchen ein. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!